Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Test.net. Heute habe ich euch mal ein mega geiles Produkt mitgebracht für die Leute, die auf Musik stehen. Totenköpfe, geilen Sound. Hier ist das Produkt von Jer Perfect. Hierbei handelt es sich um das Modell Aeroskull HD Plus. So, meine Damen und Herren, und ich fange mal auch sofort an auszupacken. Ich bin selbst neugierig, was sich da alles verbirgt. Aha, ja, okay. Wir tappen uns Schritt für Schritt ans Ziel. Und wie ihr seht, ist hier eine Bedienungsanleitung dabei. Okay, man kann hier anscheinend an den Zähnen irgendwas rumspielen. Ja. Wir müssen es mal selbst mal anschauen, damit wir mal schlauer werden. So. Das ist, Ladies and Gentlemen, die Fernbedienung. Unfassbar, auf jeden Fall. Geiles Design. Das hat auch, das ist so eine Mischung aus Gummi und Kunststoff, würde ich jetzt mal sagen. Sieht auf jeden Fall optisch super aus. Und wie ihr seht, ist hier auch alles perfekt verarbeitet. Geiler Knochen. So. Und hier haben wir noch Batterien. Auch ganz nett vom Hersteller, uns noch Batterien zuzuschicken. Ja, oh Gott. Jetzt hole ich mal gerade mal das Herzstück raus. Beziehungsweise das tote Herzstück. Ist sogar eine extra Tasche dabei. Ist auch ganz cool, falls mal diese Box mitnehmen möchte. Ist auch ganz einfach zu transportieren. Wow. Wow. Also, ich bin da ehrlich gesagt jetzt mega baff. Und wie ihr seht, befinden sich hier an den Zähnen ein Plus, Minus, Knopf. Wie ihr seht, befindet sich hier ein Dockstation für ein iPhone. Und ja, und diesen kann man auch übrigens immer zumachen. Auf jeden Fall, ich bin gerade sprachlos, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich noch nie so ein Produkt in der Hand hatte. Und der sieht auf jeden Fall mega geil aus. Und der Boden ist komplett aus Gummi, sodass dieser auch nicht verrutscht. Also ihr seht, dieser Kopf bleibt still. So. Ohne Strom läuft dieser Totenkopf auch nicht. Hier haben wir mal ein Netzkabel. Und dann noch das passende Kabel, das ich hier irgendwie noch rausfischen muss. Also wie ihr seht, ist hier alles vorhanden. Und ich freue mich schon, diesen Totenkopf in der Testabteilung anzumachen. Und auf jeden Fall genial. Also auch hier alles sauber verarbeitet. Ich glaube, nachts würde mir dieser Totenkopf eher Angst einjagen als Freude. So, das war's von meiner Seite und ich verabschiede mich. Tschüss.